Angstfrei trainen. Handelssysteme, Disziplin, Selbstbeobachtung, all das sind Maßnahmen gegen die Angst. Denn wenn die Angst uns erstmal packt, verlieren wir die Kontrolle. Die Mechanismen der Angst sind vielfältig. Sie kann zum Beispiel uns vor sich hertreiben und uns dazu zwingen, unseren Stopp zu eng zu setzen. Ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, wo ich einen Stopp hatte, der sehr vernünftig, weit weg vom Markt, ungefähr 50 Punkte betrug. Doch dann überkam ich die Angst und ich zog meinen Stopp unerklärlicherweise auf nur 20 Punkte nach. Natürlich hat der Markt mich ausgestoppt, um dann schleunigst zu meinem Kursziel zu laufen, nur leider ohne mich. Weak Hands nennt man solche Trader. Schwache Hände. Weak Hands machen sich selber zum Verlierer. Das Gegenteil von Angst ist Gier. Aber Gier ist nichts anderes als die Angst vor Mangel. Also egal, ob ängstlich oder gierig, du musst dich mit deiner Angst auseinandersetzen. Du musst sie zulassen und akzeptieren und das im richtigen Moment, damit sie dich nicht während des Trades überkommt. Stell dich der Angst, lass sie zu, akzeptiere sie. Das ist nicht ganz einfach immer, aber auf dem Level 4 unserer Trader-Ausbildung arbeiten wir zusammen mit einem Performance-Coach, der unseren Schülern hilft, wie sie mit ihren Ängsten umgehen. Wenn dich unsere Trader-Ausbildung interessiert, mehr Informationen habe ich gerne auf meiner Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal auf einen Espresso.